Buenas Guaranas, wie wir in Spanien sagen. Ich dachte, du hast echte Spanischkurse gehabt. Ja, hatte ich vor über eine Dekade. Es sind 10 años, por favor. Außerdem ist es gut geeignet für Quinceañera und Cinco de Mayo und. Una zumo de manzana, por favor. Ja. Nein, was trinken wir jetzt wirklich? Buenas Guarana. Ich vermute mal, es ist eine Guarana, gerade wie diese eine Arktika Guarana, die wir getrunken haben, im Kikos. Auf jeden Fall gibt es die Flaschen anscheinend nur in dreckig. Ja, die Etiketten sehen verdammt dreckig aus. In der Detailaufnahme würde man sehen, dass eine bolivianische Landkarte da ist und die an manchen Ecken schon nur Berge enthält und die nur als Schraffur und es sieht aber nur aus, als wäre sie dreckig. Ja. Ja, fünffache Koffeingehalt einer Kaffeebohne hat die Guarana-Frucht, sagt mir die Flasche. Cool, das scheint ja wissenschaftlich zu sein. Und das Zeug ist vegan. Jetzt ist es vegan. Früher war es natürlich mit Hackfleisch wie dein. Wie alle meine Überfrischungsgetränke. Ja, auf jeden Fall ist es jedes Mal deine Theorie. Gekauft haben wir es für viel Geld bei Real. Ich glaube, es waren 89 Cent oder so ein Quark. Du wolltest extra den Bon auflegen. Ich habe den Bon extra aufgehoben und der liegt sogar noch in der Küche. Im Flaschenregal. Tja, schade. Wird er nie gefunden werden. Tja, schade, so werden wir ohne diese Information auskommen. Ja, in dieser fröhlichen, von Club Mate bekannten 15 Cent Mehrwegflasche, die fröhliche Automaten immer wieder für 8 Cent wiedergeben, besonders wenn sie das Zeug nicht im Sortiment haben oder ihr Strichwort leider auf der falschen Seite war oder weil der Automat einfach Mist ist und deswegen einfach klingeln sollst. Ja. Hab ich mal bei einem inzwischen Rewe City gesehen. Ja, jetzt testen wir dieses Zeugs, was... Es ist das Taste of Latin America. Testen wir dieses Zeug, das aussieht, als wäre es, als könnte es Club Mate sein von der Farbe. Das kann mag sein, aber ich hoffe auch was ganz anderes. Es riecht auf jeden Fall schon nach Gummibärchen. Also wie die üblichen Guarana. Der das Zeug riecht verdammt süß. Jetzt haben wir noch irgendwas anderes. Und nach Gummibärchen. Ja, aber noch was anderes. Saure Gummibären. Also vom Geruch. Ja, keine Ahnung. Bisschen lange in der Sonne stehen gelassen oder so. Was? Da hinten gibt es auch kaum welche. Und wir sind ja froh, dass wir jetzt Sommer haben. Kleiner Off-Topic. Nicht jeder hat hier Schuhe. Du trägst auch keine Schuhe. Das stimmt. Ich sag ja, nicht jeder. Wonach schmeckt es jetzt? Außer nach Gummibärchen. Ich finde es erstaunlich mild. Von dem Geruch her hätte ich gedacht, dass es so richtig eklig der aber auf der Zunge sein muss, ja, ist es, wirklich ist es so überhaupt nicht. Es ist ein süßer Geschmack, aber trotzdem ist es irgendwie herb. Aber es ist, ja, aber es ist irgendwie auch relativ mild geschmacklich. Also ich hätte gedacht, dass es viel, viel stärkerer Geschmack sein müsste. Es ist keine Angry Birds Limonade, das kann man sagen. Ja. Die war, boah, da sind die Zähne ausgefallen. Oder was die anderen, die so ähnlich waren, nur noch billiger? Oh mein Gott, das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Oder von Fruit Punch limitierte Auflage zu jedem Star Wars Film? Das Zeug ist auch widerlich. Ja, aber wie möchtest du das jetzt hier? Ich möchte wie immer Katjes Passionsfrucht aus den Tropenfrüchten anführen. Hm. Also, Katjes Zeug könnte es sein, aber wie gesagt, dafür ist es mir eigentlich zu wenig. Es schmeckt wie Frucht fast raus, finde ich. Das Herbe hinten raus schmeckt wie so eine typische Fassbrause in Berliner. Aber halt mit einem deutlichen Fruchtaroma, der in irgendwo Richtung ja, und dann aber noch irgendwie, geht. Aber bitte doch mit ganz viel Wasser verwässert irgendwie. Das ist nicht so. Geschmacksintensität ist gar nicht so stark. Das ist wahrscheinlich, weil wir das Hackfleisch fehlen. Ja, wahrscheinlich, weil wir das Hackfleisch fehlen. Oder das andere Zeug, was in den veganen, nicht veganen Limonaden immer enthalten ist. Die Guarana-Pflanze wird in Amazonasgebiet als Koffein-Liane bezeichnet. Okay. Warum auch nicht? Vielleicht werden auch Hunde da als Bodenaffen bezeichnet. Es ist aber oder als Leinenkatzen. Leinenkatzen sind natürlich auch toll. Ja, also ich bin endlos begeistert und wenn ich mal in einen Topf voller Geld gefallen bin und mein Leben lang reich wäre, würde ich es mir vielleicht auch kaufen. So ist, finde ich, vielleicht ein Tick zu teuer einfach. Gestanden. Ich finde den Geschmack auch jetzt nicht so... Trotz Laktose und glutenfrei? Ja. Da steht alles da drauf. Ist ja vegan. Ja. Oder vegetarisch? Ist es veganisch oder vegan? Vegan. Vegan, ja. Vegan.
Die haben nicht mal ein Hühnerei reingemacht. Oder Schafswolle. Oh mein Gott. Aber wer weiß, vielleicht hat Susi aus dem Vertrieb Lederschuhe. Ist es dann immer noch vegan? Wer weiß. Und damit schöne Grüße aus Susi vom Vertrieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.